Ist halt hier eine Spritze im Thermosfläschchen. Sicher doch. Oh, Handtücher. Und Quetschhändchen. Und Rettungsringe. Jo. Und natürlich Blut wieder im Bad. Ah. Und eine Wasserleiche. Mit einer Lok. Und ich hab den... Ich hab einen Aktivierungsschlüssel. Für eine chirurgische Einheit. Wie komme ich hier raus? Mit keinen Leiter. Ah, so, jetzt. Hier. Hast du alles mitgenommen aus der Leiche, oder? Ja, ja. Also ich habe auf jeden Fall die Gartenkarte jetzt. Das ist gut. Übrigens, die chirurgischen Einheiten nimmst du, oder? Normalerweise. Die hab, glaube ich, ich. Ja, hab ich. Und meine müden Augen sehen etwas. Meine Augen sind nicht so müde, aber sie sehen es trotzdem. Eine Top-Pflanze. Komm zu Papa. Nun beeil dich ein bisschen. Aber es ist schon majestätisch. Toll. Wirklich, du hättest meine Kamerafahrt dabei mal sehen müssen. Wie ich dem Teil langsam gefolgt bin, hochgehüpft, in der Hoffnung, das zu kriegen. Und als es dann runtergefallen ist, hektisch runter und... Ich muss das kriegen! Hast du es jetzt bekommen? Ich hab's bekommen, ja. Okay, jetzt kann ich doch brauchen. Behälter für persönliche Besitztümer ist leer, okay. Oh, ich sehe gerade. Ah? Die Rettungsringe kann man mitnehmen. Das Quietscheinchen auch. Echt? Ja. Also, es fliegt zumindest. Da oben. Ich hab... das sieht so toll aus in meinem Inventar. Ja? Gerade diese 6 Rettungsringe einfach. Mhm. Ich werfe ihm einfach mal alle ins Wasser. Komm, Quietscheinchen. Zusammen können wir die Welt beherrschen. Oder oh, ist mir gefallen, das geht auch. Die Rettungsringe schwimmen sogar, wer hätte es gedacht? Boing. Nimm das Quietschhähnchen. Tu sie auch ins Wasser. Das ist leichter gesagt als getan. Die Richtung stimmt schon mal so in etwa. Ja. Nein, ich verschwende nicht gerade Unmengen am See. Du hast ja genug. Okay, passt, aufhören. Ich kann nicht aufhören. Das klingt wie Wasser, das passt, das reicht. Ich find's eher schön, wie ich der Wasserleiche gerade 6 Rettungsringe zugeworfen habe. Oder es einfach so aussieht, als wäre er an den Rettungsringen gestorben. Bist du ein sozialer Mensch? Ey, sie schwimmt. Momentan ziehe ich noch. Übrigens. Hopp. Hover mal mit deinem Cursor über die Ente. Das sind Platik-Enten. Weiß ich nicht. Und übrigens sind das auch Ringbojen, ne? Ach, die kann ich auch durch die Gegend ziehen. Die kannst du einfach mitnehmen. Kann ich auch, ja. Ah, ich ziehe sie trotzdem über durch die Gegend. Also ich gehe. Nein, du wartest noch. Zu spät. Ich möchte noch den Basketball ausprobieren. Viel Spaß. Ich gehe derweil die Crewräume durchsuchen, ne? Okay. Warte, ich komm mit. Hier waren wir schon. Ja, ich wollte dann mal reinschauen. Oh! Ein Computer. Ein hochmoderner Computer. Das ist, glaube ich, der erste Computer, den wir in diesem Spiel sehen. Ein Wasserdampfklo. Und wieder. Ja, nein, das ist kein Klo, das ist ein hochentwickelter... Duschkopf für liegende Leute, ja. Nein, ich wollte jetzt eigentlich hier Zimmerbelüfter sagen.
Captain. Dings, nee. Wick? Nee, nicht Wick. Brise. Airwick. Genau. Airwick, genau. Ja. Das hat damit zwar nichts zu tun, weil es das Kaugummi ist, aber. Brise One Touch. Jetzt auch aussehend wie ein Stein. Ja. Vor allem, weil dieser Stein so unglaublich offensichtlich scheiße aussieht. Birne? Nee, Banane. Eine Banane. Teilt ein Leben, genau wie in Minecraft. Das ist Dampfklo wieder. Wo bist du? Ich habe mir eine Flasche Schnaps genommen. Sehe, das ist sogar ein PC, der schon CDs hat. Mhm. Richtig modern. Keine Datasetten oder so. Ich habe übrigens eine Psy-Spritze aufgehoben, die schmeiße ich jetzt nicht weg. Wow, du hast dich in der richtigen Sekunde vor mich gestellt. So haben wir alles hier. Ignorieren wir. Ja. Ui. Ui, ui, ui. Föderationsschach. Ah, gleich. Nein, bin gleich da. Ich bin schon in den eine weitergegangen. Weil du mir den Weg versperrt hast und ich nicht von den Shurikens getroffen worden. Getroffen. Werden wollte. Und so. Ja, ja. Es war zwar eher der Grenadier, aber da ist noch einer. Die Kanickle-Viecher. Weißt du, nicht, wie man Föderationsschach spielt? Das sieht interessant aus. Ich habe das noch nie gesehen. Ich sehe zum ersten Mal so ein unglaublich cooles Schachbrett. Noch in Star Trek Episoden. Achso, ja, ich meine, ich würde PK. Dass ich ein paar Folgen gesehen habe, heißt nicht, dass ich Fan der Serie bin. Okay. Es ist teilweise einfach schon witzig, was sie damals als Hightechs angesehen haben, das schon. Und der zweite Log, den wir in der Warteliste stehen haben. Wir hören jetzt in diesem unglaublich schönen Bad die Logs. Okay. In dem Bad. Voice Output Malfunction. Komm ins Bad. Ich, ja, so. Danke. Wer soll eigentlich diese Schule an sein? Alles hier spielt auf einmal wegen ihr verrückt. Was ist hier eigentlich los? Wie soll ich Schuhe verkaufen, wenn diese dämlichen Roboter plötzlich aus lauter Langeweile auf alles fallen, was sie bewegt? Was hast du auf einmal gegen meine Socken? Und der nächste. What? Just simply run away? Hey, there's a garrison of UNN based in this station. I think that can take care of things. Anyway, the UNN and Commander Decker have had their fingers in every pie over the last few years. Decker wanted to have his say in every little decision, and it seems he is the one leading the station and not Trioptimum Director Miller. And now we're in trouble. Nothing has been seen or heard from the UNN. Listen to me, Susan. We'll never make it to the shuttle bay. The area is loaded with bots and turrets. Let's just wait and see, okay? Diese Stimme kommt mir sehr bekannt vor. Tut es das? Okay, eigentlich ist es dieser standard britische Akzent von Leuten, aber trotzdem kommt die mir sehr bekannt vor. Okay. Kennen Sie bestimmt, wie das letzte Blatt Klopapier da angeklebt ist? Passt so wie ein Stück Pappe. Ja. So, danach haben wir, glaube ich, noch eine. Okay. Peter, I also heard those rumors, but I haven't the faintest idea if they are true. Probably Xerxes XP has malfunctioned again. This morning he babbled rubbish with a female voice. I don't know what is worse, the old Xerxes or the updated version, Xerxes XP. It's a mystery to me exactly what this update was supposed to accomplish. Xerxes XP is buggier than ever. If you ask me, there was a breakdown of all systems on the Von Braun because Xerxes thought his main task was to imitate Elvis Presley. Aha. Kann es sein, dass da jemand nicht mit XP zufrieden war? Vista ist scheiße. Also Xerxes glaub, Vista natürlich. Ich glaube, Xerxes Vista kommt dann auf der UNN Nightwalk.
hab da so eine grobe Vorahnung. Vollkommen unbegründet zwar, aber Vorahnung. So, hier war nichts dran. Offenbar. Ich weiß nicht, was hier bedeutet, aber ich bin... Da, wo du vorhin warst, hinten links. Da war ziemlich leer, aber ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe ganz durchgeschaut. Du kannst aber gerne mal reinschauen, einfach nur um sicher zu gehen. Mhm. Nachdem ich mich habe abschießen lassen, mehrfach. Ja. Ich denke, das Zielspitz rum. Oh, so oft wie ich hier sterbe, ey. Unglaublich. Und die ganzen endlos gestärkten Handtücher. Und die drei Optium-Pasta. Meine Güte. Wow. Hi. Der Köderin. Bleib lieber los. Das ist das nächste schon. Also toll gemacht. War eh am Sterben. Waren wir jetzt eigentlich überall? Ja, ne? Ja. Ja, waren wir. Jetzt müssen wir nur irgendwie hochkommen. Hier. Jo. Genau. Ich hab da Gefahr eliminiert. Glaube ich. All das praise du. Me and stuff. Ein paar Fuem. Wo hängst denn du? Oben. Aber im wo? Ersten rechts. Ah. Noch mehr Prismen. Lässt du die Prismen eigentlich liegen oder nimmst du die mit? Ich lass die, glaube ich. Nee, ich nehme eigentlich alles mit. Okay. Alles, wo geht. Will nicht sterben. Ich habe ihn jetzt so stark eingefroren, dass er explodiert ist. Ha! Eingefroren? Kryokinese. Achso, das ist Kälte. Ja. Das wusste ich gar nicht. Antistrahlungsserum. Wie immer, hier drin. Ja. Okay, 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 okay. Mhm. System. Ich find's nett, wie die einfach ihre eigenen Soundeffekte da einbringen. Mhm. Oh, ich habe hier 3 MP-Granaten gefunden. Das ist das. Das füllt mein Herz mit Blut. Hier, run. Dieser Kerl. Ich muss jetzt mal kurz wieder auf meinen Schraubstock schalten. Wo bist du hingelaufen? Hier. Er ist gar nicht deformiert oder so. Ach, von, da. Vom Unterkörper her. Nein, das ist schon richtig so. Hier war ich auch schon drin. Achso, übrigens. Hm? Prismen hast du ja im Gepäck, ne? Ja. Ach, die habe ich dir schon gegeben. So, dann ist das mein nächster Ort, wo ich rein will. Hier liegen Chips für dich. Und ja. O-Saft. Und eine Lok. Eine Lok, tut. Und eine Lok, ja. Auch für dich. Teilweise sind ja echt nette Bilder. Auch wenn schau mal. Muss mir doch zustimmen, dass dieses Bild einfach mit Duct Tape an die Wand gepappt ist, oder? Naja. Komm, das ist Panzerband, schau's dir an. Das ist kein richtiger Rahmen. Das ist ein weiß lackierter Holzrahmen, doch, doch. Ansonsten müsste es extrem dickes Panzerband sein. Ach stimmt, ja, wenn man schräg schaut. Schade. Wenn du aber von vorne schaust, das ist die Panzerband. Naja. Hier geht's weiter. Da war ich schon. Warst du da schon, okay. Ich
Ich überlege gerade, hab ich schon wieder... Ups, Block. Where the hell did I put my four access cards? I could have sworn I put them in my desk. Where the bloody hell are they? I'll look for them later. I'm gonna ask Susan if she'll go out to dinner with me anyway. Crap, I really wanted this evening to be more exciting.